was sich sonst geändert hat. Wir merken auch, dass wir den Jugendlichen, dass die Jugendlichen uns brauchen. Sehr viele Jugendliche sind einfach verunsichert von der Situation und die wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es gibt viele verschiedene Stimmen und wir haben hier gerade in Brasilien dann auch sehr viele Menschen, die vom Weltuntergang sprechen. Und die Situation ist ja natürlich auch von den Krankenhäusern, von der Gesundheit nicht so gut. Von daher gibt es sehr viele Jugendliche, die einfach Angst haben. Und von daher sind wir jetzt dabei, ein Programm zu erstellen auf Instagram. Au vivo, also Live-Gebetszeiten, Live-Gesprächsrunden. Einmal ging es auch darum, woher nehmen wir die Hoffnung. Dann ist natürlich auch Thema Osternka und Ostertage. Was heißt das für uns und wie kann man das auch dann alleine feiern? Und so versuchen wir halt, die Jugendlichen zu begleiten.